Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005. Wir wollen weitermachen, aber erst einmal will ich jetzt doch ins Leistungstuning reinschauen, weil ich da noch nichts eingestellt habe und weil ich manchmal so ein bisschen Probleme habe mit den Kurven. Die Lenkung, warte mal, da muss ich nach rechts, warte mal, eine direktere Lenkung ist normalerweise besser. Bla bla bla. Und wie mache ich es direkter? Ich glaube nach links, ne? Nach rechts, damit du die Lenkung direkt. Okay. Machen wir die mal ein bisschen nach rechts. Beim Handling ist es so. Wenn der Wagen etwas mehr driften soll, bewegst du den Regler nach links. Nee, machen wir auch mal ein bisschen nach rechts. Mal gucken, ob, wenn das zu stark ist, dann gehe ich da wieder ein bisschen runter. Beim Nitro möchte ich ein bisschen stärkeren, dafür kürzeren Schub. Dafür muss ich ihn nach rechts schieben. Machen wir mal einen. Beim Turbo möchte ich, dass der relativ in den niedrigen Drehzahlbereichen gut anzieht. Und dafür muss ich den in welche Richtung verschieben? Bewegst du den Regler nach links? Ist er der, ja. Genau, ein bisschen nach links, okay. Und dann, ich glaube, den Rest lasse ich erstmal bodenfrei. Der ist schon tief genug. Okay, lassen wir das mal so. Da können wir ein bisschen was dran rumspielen. Ja, wir haben eigentlich jetzt wieder ein Blacklist-Part vor uns, glaube ich, ne? Genau. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz in den Unterschlupf. Das wird ja spaßig jetzt. Einmal speichern natürlich. Ihr kennt das ja. Okay, dann können wir jetzt eigentlich in die Blacklist. Der gute Baron wartet auf uns. Na dann, ich würde sagen, fordern wir ihn einfach heraus. Wir fahren gegen ihn ein Sprintrennen, ja, und ein Dragrennen. Dragrennen kann man sehr schnell gewinnen. Ja, das kann eine Sache sein von einer Minute oder weniger. Das kann aber auch sehr lange dauern. Also da müssen wir wirklich schauen. Dragrennen können sehr schwer sein. Das sind somit die schwersten Rennen. Allerdings auch die kürzesten. Insofern ist es nicht so schlimm. Aber fahren wir erstmal den Sprint. Der sollte machbar sein. Ich habe jetzt, wie gesagt, den GTI aber nicht getuned. Wenn wir damit gegen seinen Porsche Cayman S gewinnen, dann ist gut. Und ihr wisst, den Cayman S will ich haben. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, den zu kriegen, dann würde ich das nochmal machen. Weil den will ich auf jeden Fall haben, den Wagen. Das heißt auch, wenn jetzt alles gut klappt, dann haben wir noch im Laufe dieses Parts ein neues Auto. Ich bin gespannt. Der Baron, Karl Schmitz, oder wie wir ihn genannt haben. Wobei ich meinen Golf auch mag. Ich finde den immer noch cool. Der sieht geil aus, der ist gut, der ist schnell, der war günstig. Aber jetzt, vielleicht ist es jetzt langsam Zeit für ein neues Auto. Wir werden sehen. Es wird jetzt schwierig werden mit dem Golf gegen seinen Porsche. Das ist, steht, denke ich, außer Frage. Aber wir können das trotzdem gewinnen, denke ich mal. Wir müssen halt unser Bestes geben. So, jetzt muss ich gucken, wie das ist mit dem Handling. Ich habe das jetzt umgestellt zum ersten Mal in diesem Let's Play. Das heißt, ich muss gucken, ob ich damit klarkomme. Aber bisher läuft das doch von der Lenkung her sehr viel besser. Das hätte ich wahrscheinlich schon viel früher machen müssen, aber ich habe da nicht so dran gedacht. Ne, also ich kann jetzt um die Kurven fahren, ohne überhaupt ein bisschen zu bremsen. Aber der hat Speed, ihr merkt das. Der zieht weg, ich muss wirklich, das wird ein knappes Ding. Wenn wir das gewinnen, hör auf die Bäume mitzunehmen. Wenn wir das gewinnen, dann nur knapp. Da hätte ich natürlich die Abkürzung nehmen müssen, ist klar. Okay, also das wird schwierig, das wird schwierig. Gut, da haben wir abgekürzt und zwar eine ganze Menge. Das könnte für uns ein Vorteil sein, aber der kommt auch schon wieder angeschossen, also vielleicht auch nicht so sehr. Aber der Sprint ist ziemlich kurz. Also man kann den, glaube ich, man kann den in 2-3 Minuten besiegt haben, den Baron, wenn alles perfekt läuft. Den Sprint beim ersten Versuch, das ist vielleicht eine Sache von 2-3 Minuten. Na gut, sagen wir mal 4 Minuten. Der Sprint 2-3 und dann noch das Dragrennen 1 Minute. Also wenn alles perfekt läuft, hast du den in ratzfatz unter 5 Minuten besiegt. Und das ist immerhin ein Blacklist-Fahrer. Nur, es kann natürlich auch lange dauern. Den Sprint kann man mehrfach fahren müssen. Okay, sieht es momentan nicht danach aus, aber man weiß ja nicht, was noch passiert. Und auch das Dragrennen vor allem kann sehr lange dauern. Kann, muss nicht. Es sieht aber fast so aus, als würde er mir keine Probleme mehr machen, zumindest hier bei dem Sprintrennen. Der hängt da hinten hinterher. Vielleicht kriegt er gleich nochmal seinen berühmten Boost kurz vorm Ende, aber außer ich fahre jetzt hier nochmal komplett gegen die Wand. Kachel mein Auto nochmal sonst wo gegen. Wie ich das gerade so schön gemacht habe. Naja gut, also eigentlich wäre es beim ersten Versuch wär ein bisschen läppsch. Immerhin hat er einen Porsche und ich habe einen VW, der jetzt nicht mal mehr so sonderlich gut getuned ist. Ne, haben wir ja nichts mehr dran gemacht. Also damit jetzt zu gewinnen, wäre eigentlich ein bisschen leicht verdient. Na, jetzt zieht er, glaube ich, vorbei. Ja, da zieht er vorbei und dann müsste gleich das Ziel kommen.
Ja, es war ja auch, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich hab's euch ja gesagt. Beim ersten Versuch, das wäre zu einfach gewesen. Jetzt mach's mir nicht kaputt, Baron. Jetzt muss er auch verlieren. Wenn ich das jetzt so noch gewinne, dann bist du ja blöd. Da hast du mir ja gerade die Show kaputt gemacht. Na gut, dann hat er mir die Show eben kaputt gemacht, dann habe ich doch noch gewonnen. Jetzt habe ich so schön gesagt, es kann ja auch nicht sein und dann kann es doch sein. Na gut, haben wir das schon. Dann kommt jetzt nur noch das Trackrennen und wenn wir das auch beim ersten Versuch schaffen, sind wir gleich schon fertig. Dann können wir den Part schon beenden. Wird ein 5 bis 6 Minuten Part. Naja, nee, aber Trackrennen können echt eine Zeit lang dauern. Wir haben ja, glaube ich, erst ein, zwei gemacht. Du musst halt immer, das Längste ist halt einfach herauszufinden, wie der Verkehr läuft. Und wenn du das einmal hast, dann kannst du das Ding gewinnen. Nur da musst du halt erstmal hinkommen. Naja, bis jetzt sieht ja noch alles ganz gut aus. Ach Gott, Leute, das kann doch nicht sein. Was ist das denn für ein Blacklist-Fahrer? Weißt du, alle waren, sogar Sonny, der erste Typ, den wir besiegt haben, ne? Mit seinen 15.000. Mit seinem Platz 15 in der Blacklist. Selbst den haben wir da, der war schwieriger. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt nach 6 Minuten, der Part fängt doch gerade erst an, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt mit dem Blacklist-Fahrer fertig sind, hör mal. Also mein lieber Baron, ne, Geld ist anscheinend auch keine Garantie für gutes Fahren und ein schnelles Auto ist auch keine Garantie für einen Sieg, so wie es mir scheint. Jetzt muss ich nur noch den Wagen kriegen. Die einzige Möglichkeit, diesen Part jetzt zu verlängern, ist eigentlich den Wagen nicht zu kriegen, weil dann müssen wir das Ganze nämlich nochmal machen, aber das wäre dann ja wieder nur 6 Minuten. Können wir eigentlich 3-4 Mal in diesem Part machen, das Ganze hier. Ach Gottchen. Das kann doch nicht sein, hör mal. Das kann doch nicht sein. Naja, gut. Wenn's so ist, dann ist es so. Tja, so schnell besiegt man die Nummer 10 der Blacklist. Der einfachste bisher von allen, würde ich sagen. Da beim Jackrennen hatte ich natürlich auch ein bisschen Glück. Das ging auch wirklich gut. Aber, naja. Okay. Kostenlos aus dem Knast. So, jetzt pass auf, jetzt wird's spannend. Ja, siehste? Ha! Ha! Ich hab's geschafft. Zum ersten Mal in diesem kompletten Let's Play habe ich es geschafft, die Sachen nicht beim ersten Mal zu kriegen. Und das Lustigste ist sogar, noch eine Theorie habe ich damit widerlegt, nämlich die auch ganz viele schon geschrieben haben. Der Wagen ist nicht zweimal an derselben Stelle. Ich bin mir jetzt zu 80-90% sicher, dass der letzte Wagen von Big Blue war das, glaube ich, dass der hier rechts war. Das heißt aber, dass der jetzt auch wieder hier rechts war und dann ist die Theorie auch schon wieder überlegt. Ich sag euch, das ist Zufall, Leute. Und jetzt haben wir eben bei einer 2-3, also da haben wir halt verkackt jetzt. Und ich mache meine Drohung zum ersten Mal auch wahr. Ich meine, wir haben es sonst nie machen müssen, aber ich habe immer gesagt, wenn es passiert, machen wir es. Ich starte das Spiel jetzt neu, speichere nicht und wir machen das Ganze nochmal. So einfach ist das. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, ich hatte es euch ja gesagt, auch bei den letzten Blacklist Fahren. Ich meine, wir haben bis jetzt immer den Fahrzeugschein bekommen, was ja super war. Aber ausgerechnet bei dem, wo ich den Wagen unbedingt haben will, kriegen wir natürlich leider nicht. Ist halt Pech, aber ich meine, das ist im Endeffekt, jetzt haben wir, glaube ich, 6 Minuten haben wir für die Rennen gebraucht, für die beiden. Im Endeffekt ist das, wenn wir es jetzt nochmal machen, so, als hätte ich beide Rennen einmal verloren. Das macht also nichts. Wir fordern den also nochmal heraus, so. Und here we go again. Das können wir jetzt hoffentlich, nein, können wir nicht überspringen. Mann, das kann doch nicht sein. Das kann man ernsthaft nicht überspringen, die coole Show, die er da macht. Das haben wir doch schon gesehen. Naja gut, dann müssen wir nochmal schauen, wie er da den durchquert hier, den Wagen da, den LKW. Der schöne Porsche. Aber wenn das jetzt wieder so gut klappt wie beim ersten Mal, dann bin ich zufrieden. Dann brauchen wir jetzt nochmal 6 Minuten und dann haben wir das aber. Und dann kriege ich den Schein hoffentlich. Was man nicht alles macht. Ne, ich bin schon so ein kleiner Tribe. Man könnte auch sagen, scheiß drauf, ich kaufe mir den Wagen, aber nö, so bin ich nicht. Den Ehrgeiz habe ich dann doch. Dann fahre ich es im Notfall nochmal, wenn es sein muss. Gut, wenn das jetzt so 2 Rundkursrennen gewesen wären, die zusammen 15 Minuten dauern oder so, die dann auch noch schwer zu gewinnen sind, dann hätte ich vielleicht gesagt, komm, ist mir egal jetzt, na, dann kaufen wir den halt. Aber dadurch, dass das so kurz und so einfach war, ich habe ja schon fast gedacht, das kann nicht sein, dann musste ja irgendwas noch passieren. Die einzige Option war dann tatsächlich, dass ich den Wagen nicht kriege und die ist natürlich eingetreten. Macht ja nichts. Bin ich fast froh, dann ist es doch nur ein Blacklist-Part und wir müssen nicht jetzt schon quasi in diesem Part noch gegen den nächsten fahren. Soll ja auch noch ein bisschen was dauern, das Let's Play, oder nicht? Kann doch nicht sein, hör mal.
Zum ersten Mal, dass ich diese Abkürzung andersrum kriege. Also wenn das, wie gesagt, wenn das wieder so einfach ist, dann ist das ja alles kein Problem. Dann könnten wir es auch noch zwei, drei Mal machen. Jetzt ist der schon wieder so weit hinten. Warum ist denn der so scheiße? Was haben die denn mit dem gemacht? Ich meine, wenn ich mir Weg angucke, das war der einzige bisher, der so war, wie ich es mir wünsche. Ja, der war der schwierigste, aber genauso bin ich das ja. Ich meine, das sind ja so die besten Fahrer der Stadt, die 15 besten Fahrer der Stadt. Ich meine, wir fahren ja viele Rennen gegen viele Idioten, die nichts können, und die fahren teilweise viel, viel besser als die Blacklist-Fahrer. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schlecht, weil ich meine, im Endeffekt will man doch, dass die Blacklist-Fahrer, die sollen ja so quasi so Bosse sein, ja, so, das sind ja so die besten Fahrer, und die sollen ja dann auch gut sein. Aber wenn die natürlich so kacke sind wie der hier zum Beispiel. Wie gesagt, Vic war bisher der Einzige, der sich von mir aus gesehen Blacklist-Fahrer schimpfen durfte. Und der war Nummer 13, der hier ist Nummer 10. Also das fand ich eigentlich ein bisschen... Hör mal, Baron, gib dir mal ein bisschen Mühe wenigstens. Tu mal wenigstens so, als würdest du dir Mühe geben. Nee, 5 Sekunden, na gut. Dann lassen wir das halt. Wenn du scheiße sein willst, dann sei scheiße. Okay. Wenn es sein muss... Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht, ne? Wenn er jetzt kacke fährt, ist ja okay. Das ist immerhin der zweite Versuch jetzt. Jetzt will ich es ja auch relativ schnell geschafft haben. Wir haben es jetzt schon mal gemacht. Jetzt geht es mir nur darum, das schnell nochmal zu machen, um halt den Fahrzeugschein zu kriegen, okay? Jetzt kann er von mir aus schlecht fahren, aber auch beim ersten Mal, da hätte er ja mal ein bisschen sich Mühe geben können, ne? Jetzt gewinne ich noch viel, viel besser als beim ersten Mal, mit noch viel mehr Abstand hier. So, komm, zack, lass mich das Dreckrennen bitte einfach nochmal beim ersten Versuch gewinnen. Das hat so perfekt geklappt eben. Das kann eigentlich gar nicht sein für ein Dreckrennen, aber wir versuchen es mal nochmal so perfekt. So, mal schauen, ob das nochmal klappt. Also, nach hier rüber. Dann wieder hier wieder rüber. Komm, gönn dir mal den Verkehr. Bam! Und damit sollte ich eigentlich das Ganze schon gewonnen haben, weil er jetzt wahrscheinlich einen Totalschaden hat. Das heißt, ich kann mir ganz in Ruhe den Sieg holen. Ja, ich brauche gar nicht überhaupt schnell zu fahren. Ich kann da ganz gemütlich hochfahren. Und damit haben wir das gewonnen. Puh, gut. Er hat einen Totalschaden gehabt, wie gesagt. Also noch einfacher geht's dann auch nicht, ne? Dann versuchen wir es nochmal. Dann versuche ich jetzt erstmal den dritten, ne? Macht Sinn. Versuchen wir jetzt erstmal den ganz rechts. Jetzt ist er da bestimmt auch nicht. Ich sag euch, ich schaffe das auch nochmal. Nein, aber eigentlich müsste er jetzt, glaube ich, hier sein. Nein, es kann doch nicht sein. Leute, ich verkacke das nochmal. Wir müssen es nochmal fahren. Jetzt aber! Gegnerfahrzeug. Ich dachte gerade echt, wir schaffen das nochmal. Das zeigt aber auch wieder, dass das eigentlich kompletter Zufall ist, ne? Das zeigt auch wieder gerade, weil wir sind ja schon mal gefahren. Da war er dann rechts, jetzt ist er links. Das ist keine Regel hinter Leute. Es ist Bullshit. BS, Bullshit. Und jetzt war er eben links. Habe ich Glück gehabt. Ich hätte jetzt fast nochmal daneben gegriffen, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich beruhigt. Jetzt haben wir auch eine normale Länge. So lange haben wir ungefähr sonst gebraucht für die Blacklist-Gegner. Und jetzt haben wir den quasi zweimal besiegt in der Zeit. Und der nächste ist die Nummer 9. Ein Farbiger mit dem Namen Eugene James, auch genannt Earl. Seine Stärke sind Sprintrennen. Er fährt einen Mitsubishi Lancer Evolution. Geiler Wagen. Dieser Typ stammt aus der Lower East Side von Rockport. Macht heute allerdings die Küste unsicher. Er steht auf Importwagen und setzt alles daran, mal groß rauszukommen. Tja, das muss ich ihm leider kaputt machen. Tut mir leid. Karl Schmitz ist jetzt von der Liste gestrichen. Der hat es aber auch nicht verdient gehabt, da auf Platz 10 zu sein, wenn er so kacke ist. Mal gucken, ob Earl das ein bisschen besser kann. Werden wir sehen. Der Wagen macht auf jeden Fall was her. Der ist auf jeden Fall sehr geil. Ich finde den Hammer. Das ist mal ein Schlitten, oder? Der sieht so aus, als könnte er was. Da bin ich mal gespannt. Wäre schön, wenn mal wieder so einer mit dem Kaliber wie Vic am Start wäre. So ein bisschen schwieriger, ein bisschen kniffliger. Das mag ich ja. Ich will das ja. Seid doch mal ein bisschen besser. Mia schreibt mir Top 10. Du hast die Top 10 geknackt. Ich wusste nicht, dass sie das an der Küste so fertig macht. Weiter so. Ich melde mich später. Jo, danke. Okay, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir erstmal in den Unterschlupf. Und da haben wir nämlich jetzt Wasser, was auf uns wartet. In der Wagenauswahl haben wir da nämlich jetzt unseren
wunderschönen Cayman S. Das ist er. Und wenn wir den jetzt mal mit unserem Golf vergleichen, ist der jetzt schon sehr viel besser. Ohne, dass wir da irgendwas dran gemacht haben. Der ist natürlich auch schon ein bisschen getuned, aber wenn ihr euch da mal die Striche oben hier anguckt, das ist mein Golf und dann zack. Viel besseres Handling, viel bessere Beschleunigung und höchste Geschwindigkeit. Und den werden wir jetzt fahren bis zum Lambo, weil den, ich mag den einfach. Ich mag sonst nicht so Porsche, aber ich finde den irgendwie hier im Spiel, finde ich den cool. Und das erste, was wir natürlich machen, der ist ja ganz schick so mit den Flammen und so. Die Felgen sind okay, die müssen wir vielleicht eine andere Farbe machen. Aber das erste, was wir mit dem natürlich machen, ist... Achso, den erstmal speichern wir natürlich. So. Sicher ist sicher. Was wir mit dem Wagen natürlich erstmal machen, ist den Tunen gehen. Ganz klar. Das muss sein. So, zum ersten Mal seit Beginn dieses Let's Plays haben wir damit einen neuen Wagen. Den Porsche Cayman S. Das ist doch mal ein Umstieg, oder? Von einem Golf GTI. Und damit fahren wir jetzt erstmal zur Tuning-Werkstatt. Ich hätte ja fast wieder Lust, den in so einem... Ja, der hat jetzt momentan noch... Wir müssen die natürlich dann auch so tunen, dass er uns passt. Der... Was wollte ich sagen? Ich hätte fast wieder Lust, den in der Farbe zu machen, wie wir auch den Golf am Anfang an so einem Giftgrün. Aber wir müssen mal schauen. Wir gehen erstmal auf die Leistung. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben im Notfall noch 3 oder 4 Wagen in der Garage, die wir verkaufen können, wenn wir hier noch Geld brauchen. Was hat der denn drin? Der hat schon den Pro-Motor drin. Brauchen wir nichts. Den Super Pro kriegen wir erst bei Blacklist 7. Was hat er beim Getriebe drin? Ein Pro-Getriebe. Müssen wir auch warten, bis wir Earl besiegt haben, bis es da weitergeht. Beim Fahrwerk. Ja, schon drin. Beim Nitro. Ah, da können wir noch ein bisschen was aufrüsten, nämlich Super Pro Nitro. Na dann, rein damit. Das 12.5. Bei den Reifen, da hat er drin Super Pro. Ja, die haben wir auch gerade erst freigeschaltet, aber die sind hier schon eingebaut. Bei den Bremsen hat er drin die Pro-Bremsen. Da kriegen wir den nächsten erst mit der Nummer 8. Und beim Turbo hat er drin den Super Pro. Und da kriegen wir Ultimate erst mit der Blacklist 3. Das heißt, er hat bis auf eine Sache, war der komplett fertig getunt. Wir haben uns also den Einkaufspreis des Wagens gespart. Ich weiß nicht, was der kostet. Wahrscheinlich auch ordentliche Summe. Und wir haben uns das komplette Tuning quasi bis auf einen Teil gespart. Das heißt, das war wirklich lohnenswert, das Ganze nochmal zu fahren, muss ich sagen. Perfekt. Das bauen wir natürlich schon mal ein. Leistungstechnisch ist er damit schon am Maximum. Jetzt kommt natürlich erstmal die Optik. Ja? Also was ich erstmal wechseln möchte, ist der Lack. Haben wir inzwischen eigentlich schon Mattlack oder haben wir das noch nicht? Doch, wenn ich das richtig sehe, haben wir Mattlack. Also, hier gibt es Mattweiß, Matt, ja, so ein dunkleres Weiß bis Grau, Mattschwarz, so ein mattes Rot, Orange, Gelb, Dunkelgrün, Blau, Lila, nee, was ist das? So ein Lila-Blau und so ein dunkles Rot. Und ansonsten, das sind dann hier noch so ein Metallic, Chrom und sonst was Lacke. So eine Porsche passt natürlich auch sowas hier, muss man ganz klar sagen. Also jetzt nicht das Vinyl natürlich, sondern die Farbe an sich meine ich, ne? Würde natürlich auch passen zu so einem Wagen. Ansonsten, ich stehe halt auf Mattlacke, muss ich ganz klar sagen. Ich habe schon öfters auch gehört, ich soll nicht immer meine Wagen matt, ich habe schon mal Magen watt und ich habe schon mal ganz komische Dreher gemacht mit dem Wort. Deswegen habe ich gerade nochmal darauf geachtet, dass ich es richtig ausspreche. Also, ich soll nicht immer in Mattlack lackieren, weil manche das nicht so mögen, aber ich bin nur mal ein Fan davon und deswegen mache ich das immer. Ich überlege gerade, so ein Schwarz fände ich schon schön, wenn wir dazu ein cooles Vinyl finden und dann schicke Felgen oder man macht halt so einen rötlichen Ton oder halt in Weiß. Ne, wir machen den erstmal schwarz, wir können das ja immer noch ändern. So, jetzt die Felgenfarbe erstmal schauen. Pulverbeschichtung, ja, dann muss ich jetzt gucken, was mir dazu passt. Also es kommt natürlich auch auf das Vinyl an, was wir da reinbauen. Weiße Felgen finde ich eigentlich nicht so hammer. Aber es passt natürlich auch, wenn du dunkel und dunkel hast, ist auch ein bisschen komisch. Also man hat immer dieselben Farben und dann halt in einmal so ganz glänzend, dann einmal so matt und dann da oben in was auch immer. Rot könnte man natürlich machen. Gelb, was auch sehr giftig ist. Oder so ein Blau. Sowas finde ich auch ganz schick, so ein dunkles Lila. Wir schauen mal, es kommt erstmal aus Vinyl ab. Wir machen erstmal das, wir können das ja alles ändern später. Scheibenfolien, da möchte ich natürlich was Dunkles. Ich mache immer schwarz, ich bin kein Fan von... Oh, mit der nächsten Nummer kriegen wir übrigens dann auch noch neue. Dunkelperlgrün und so weiter. Aber ich nehme immer nur schwarz. Ich stehe nicht auf die anderen Farben bei Scheibenfolien.
Dann die Spezialarmaturen. Was tun wir da mal rein? Kriegen wir noch nicht viel mehr. Dann tun wir mal Vision rein. Und zwar in... Ich stehe dann immer auf... Obwohl, machen wir die weiß. So, machen wir dann die Skala rot. Und das in... Ja, machen wir das mal so. Okay. Dann, was ist noch machbar? Zahlen, mache ich immer nicht Decals? Nein. Vinyls. So, jetzt schauen wir mal. Gehen wir erstmal natürlich auf die einzigartigen. Nee, die haben wir nicht. Karosserie? Nee, warte mal. Haben wir denn gar keine einzigartigen? Nee, mit der Nummer 8 schalten wir die frei. Ich meine, wir haben auch noch irgendwie von den Einzelteilen da, von den Unique-Teilen, haben wir auch noch was, aber... Das ist ja nicht so viel hier, ne? Das ist nicht so viel zur Auswahl. Und bei den Karosserien haben wir da ein cooles, vielleicht, also sowas finde ich auch, ich persönlich mag solche Sachen, wenn man den so zweiteilt, man könnte dann auch hinten so ein dunkles Schwarz machen, von vorne gefällt mir schon echt schick, also gefällt mir echt schon gut mit der Farbe, aber hinten weiß ich nicht, ob wir da nicht vielleicht, also das finde ich zum Beispiel hässlich, aber den finde ich cool, also müssen wir mal gucken, wenn wir, oder solche, also mit gemischt, sowas mag ich halt. Das hat so ein bisschen was vom Audi R8 irgendwie, finde ich, die Lackierung. Oh, das ist auch ganz schick. Das hat so ein bisschen was von diesen, oh Gott, wie heißen die Dinger denn? Diese Folien, die sie immer auf den Wagen haben am Anfang, wenn die noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt werden sollen. Ihr wisst, was ich meine. Erlkönig oder? Nee, irgendwie so einen ganz komischen Namen haben die Dinger. Also, die haben wir noch nicht freigestellt, die kriegen wir erst mit der Nummer 8 dann hier. Aber sowas, das ist auch geil. Alter Schwede. Gibt's viele coole. Also ich mag diese Karosserie-Dinger eigentlich. Ich bin nicht so der Fan von diesen einzigartigen Menüs, sondern ich mag lieber so Karosserie-Dinger. Haben wir nicht bei den Einzelteilen vielleicht zufällig so ein... Ja, bau mal rein. Haben wir nicht bei den Einzelteilen vielleicht zufällig ein Vinyl? Und zwar ein Karosserie-Vinyl? Dann können wir nämlich da einfach eins auswählen jetzt. Ah, yeses. Okay, dafür hat sich's doch gelohnt. Dann können wir uns jetzt wirklich einfach eins aussuchen. Das hat auch was, ne? Da gibt's viele coole. Da gibt's viele coole. Ich meine, Spoiler und so weiter machen wir ja gleich noch. Die Felgen werde ich zwar so lassen, aber... Also ihr müsst euch natürlich eine andere Farbe vorstellen, klar. Wir werden es wahrscheinlich nicht in weiß lassen. Sondern in so einem Rot zum Beispiel könnt ihr mir das vorstellen. Da müssen wir natürlich die... Ah, das gefällt mir auch gut. Gefällt mir auch gut. Also das Dach, ich werde den Dachspoiler eh runter machen. Stellt euch das mal ohne Dachspoiler vor. Ich bin ein Fan von solchen Karosserie-Tunings. Erstens, weil sie einfach sind, man muss sich nicht viel Arbeit machen. Also den finde ich echt ganz gut. Der hat auch was. Und der ist sogar dreifarbig. Die Frage ist, ob man das ändern kann, die Farben, aber... Also ich mag's, wenn die vordere Farbe, dieses Schwarz, wenn das überwiegt. Ich hatte ja vorhin Karosserieflamme. Ja, also ich glaube fast, ich nehme den, den ich vorhin schon hatte. Und das war, welcher war das? Ich glaube, der war das. Also dann halt ohne Dachspoiler. Komm, wir nehmen den einfach mal. Ist egal jetzt. Will ich haben, machen wir. Und jetzt müssen wir uns die Farbe angucken. Die können wir in beliebiger Farbe machen. Hoho. Könnte die natürlich an die Felgen anpassen, aber dann mache ich die Felgen lieber in einer anderen Farbe. Oder wir machen das so, wir machen den hinten in dunkel, in schwarz, in mattschwarz. Obwohl, die, genau diese Farbe gibt es nicht, ne? Diese, die ich jetzt als Lack habe. Ich meine, rot hätte schon was. Und dann die Felgen natürlich in einer anderen Farbe. Die passen jetzt natürlich gar nicht gerade von der Farbe her, klar. Die würde man dann umtunen. Ich weiß, der Part wird lang jetzt, aber wir haben ja alles geschafft, was wir schaffen wollten. Insofern können wir uns Zeit lassen beim Tuning. Und wenn man nach so vielen Parts mal einen neuen Wagen kriegt, oder... Oh mein Gott, ja, sowas hätte ich natürlich auch Bock drauf. Sowas hätte ich, da ich natürlich Bock drauf. Da müssten wir aber die Felgen in eine andere Farbe machen. Die Frage ist, kann ich die Farbe kann ich wahrscheinlich nicht mehr ändern im Nachhinein. So müssen wir uns jetzt also festlegen wahrscheinlich.
Oder so ein dunkles Rot. Ich tue mich bei Farben immer ganz schwer. Ich weiß gar nicht, also eigentlich weiß ich, was mir gefällt. Ich mag so dieses dunkle Grau-Schwarz, ich mag Weiß, ich mag so ein Giftgrün. Ein schönes Rot mag ich. Aber ich weiß jetzt nicht, ich kann mich gar nicht entscheiden zwischen Grün und Rot, weil ich finde, Rot hat eine, also die Felgen zerstören natürlich das Bild komplett. Man muss die sich halt wegdenken. Aber wenn ich jetzt mal meine Hand da drüber lege, dann gefällt mir das Rot sehr gut. Aber das Grün hat halt einfach noch was Giftigeres. Es hat noch was Giftigeres. Komm, wir machen, ich meine, obwohl ich hatte den anderen Wagen schon in Grün, ne? Den Golf. Ja. Ah, ich tue mich schwer. Komm, wir machen den jetzt rot. Wir machen den jetzt rot und ich mache die Felgen anders. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, warum machst du den nicht grün? Und dann hätten die anderen aber gesagt, warum hast du den nicht rot gemacht? Also, so, rein damit. Ja, möchte ich anbringen. Was hatten wir denn noch eigentlich? Wir hatten, glaube ich, noch Karosserie-Kit, ne? Karosserie-Kit hatten wir noch. Was haben wir denn da für welche zur Auswahl? Das ist Serie. Ja, das ist Serie. Sieht ziemlich normal aus. Stinknormaler Porsche. Dann gibt es natürlich dieses hier. Mal schauen, das war das, was ich jetzt schon drin hatte. Das sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Frage ist, finden wir nicht ein anderes schöner? Ich meine, das war jetzt schon eins drin, was auch gut ist. Dann kann man das auch drin lassen. Eigentlich, komm, lassen das drin, was drin ist. Können wir uns das aufbewahren. Und bei den Felgen, die finde ich eigentlich, die Felgen gefallen mir richtig gut. Ich muss nur die Farbe ändern. Gut, dann lassen wir mal das Hinterzimmer wieder liegen. So, dann Felgenfarbe auf jeden Fall ändern. Nur die Frage ist, was passt jetzt zu dem Rot? Kann man die auch in Rot machen oder meint das sieht komisch aus? Ich meine, man kann die schon in Rot machen. Oder man macht sie in Weiß. Ja, das geht auch. Aber weiße Felgen sind so eine Sache. Also ich weiß nicht, weiße Felgen sind so eine Sache. Ich mag das eigentlich lieber. Die Farbe gefällt mir eigentlich gut, aber dann haben wir halt den Wagen in der Farbe. Aber im Endeffekt kann man das schon machen. Aber man macht es ganz schwarz. Nee, komm, wir machen die Farbe. So, jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wollen wir nicht vielleicht doch mal so Decals drauf machen? Das ist so viel Arbeit, der Part wird viel zu lang wahrscheinlich. Ich mache das nämlich eigentlich nie. Und ich kann mich dann auch mal, ich tue mir dann immer schwer, welche Firma ich mag. Ich mag Enkai zum Beispiel. Enkai, haben die Enkai? Ich mag die. Also ich weiß nicht warum, ich habe bei Underground, habe ich da immer die Felgen vorgenommen, deswegen wahrscheinlich Enkai. Komm, wir packen mal Enkai drauf, einfach so. Nee, aber nicht in schwarz, sondern in weiß. Enkai, so. Und dann können wir nicht auch mehrere Schichten? Warte mal. Gab's doch nicht mal mehrere Schichten eigentlich. Also, da, aber es wird sonst auch zu voll vorne, siehst ja nichts mehr. Und dann machen wir hinten, warte mal, wovon sind meine Felgen jetzt gerade? Die sind doch von... Kann ich jetzt nicht mal eben kurz nachgucken? BBS-Felgen. Ja, dann machen wir hinten BBS, komm. Scheibenfolien, nee, das ist das Falsche. Scheibenfolien, Decals. Ich darf mir die Zeit aber auch deswegen nehmen, weil wir hatten ja selten Tuning und das gehört ja eigentlich auch dazu, also kann man das mal ruhig in Ruhe machen. BBS, so, und dann natürlich in Weiß. Yes, das machen wir drauf, Hammer. Okay, was ist mit den Türen? Da habe ich sonst nie sowas drauf. Ich habe das nie gemacht, ich fand das nie so geil, aber man kann das natürlich trotzdem machen. Natürlich auch in Weiß. Was für Firmen mag ich noch? Kenne ich noch irgendwelche? Alpine kennt man. Aeros mit Audiobahn. Irgendwas Cooles? Kestrel. Oh, Chrom und Flammen. Erinnert ihr euch an die Autocover aus Underground? Chrom und Flammen, der Hammer. Na, fällt mir noch irgendwas, kenne ich noch irgendwas davon? Oder irgendwas Cooles? Import Racer und Import Tuner. Alter, das sind auch so die Magazine, glaube ich. Aber Chrom und Flammen ist, glaube ich, Kenwood ist auch cool. Chrom und Flammen ist, glaube ich, auch deutsch. Oder vertue ich mich da jetzt? Ich meine, der Name ist deutsch, okay, aber das könnte ja auch übersetzt sein. Momo ist auch cool. Oh, man kann auch hier Need for Speed. Ja, komm, wir machen einfach Need for Speed Most Wanted drauf. Okay. Ist zwar relativ langweilig, aber macht ja nichts. Jetzt haben wir die linke Tür, dann haben wir die rechte Tür. Machen wir auch in den Slot 1, dann Most Wanted. Man kann natürlich auch, das geht auch, man kann mehrere machen. Na komm, dann machen wir da drunter gleich noch Chrom und Flammen, einfach weil es cool ist. So, das. Warum ist schwarz viel cooler? Dann mache ich das auf der anderen Seite aber auch schwarz, komm. Die Zeit muss sein. Slot 1, das in schwarz. Okay.
Dann machen wir Slot 2, machen wir jetzt noch Chrom und Flammen drauf, einfach weil es cool ist. So, wo ist es? Chrom und Flammen in Weiß. Und natürlich auch auf der anderen Seite. Wo ist Chrom und Flammen? Da. Okay, ich glaube, das reicht. Mir wird das sonst zu voll. Ich bin da nicht so ein Fan von, da jetzt so 20 Dinger drauf zu klatschen. Man kann natürlich auch theoretisch noch hinten was machen, ne? Aber da ist jetzt das Vinyl, deswegen sieht das nicht aus, finde ich. Das lassen wir. Jetzt hast du da irgendwas, eine Zahl, die ich irgendwo hinklatschen will oder sowas. Nö, ne, das sieht eigentlich scheiße aus, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Ich glaube, dann sind wir soweit fertig. Jetzt können wir natürlich noch, das ist ja, wir sind noch nicht ganz fertig, bei den Teilen noch schauen, ob uns irgendwas anderes besser gefällt. Zum Beispiel der Spoiler hinten. Ob wir da auch so ein Riesending wollen oder vielleicht was Flacheres. Ich bin da eher für was Flacheres, Kleines. Nicht so ein GT-Spoiler. Oh, mit dem nächsten kriegen wir neue Spoiler. Seht ihr das? Und mit der Nummer 9 kriegen wir neue Spoiler. Was war dran? Was war dran für einer? So ein Riesenmonster. Ich bin nicht so ein Fan davon. Das sieht natürlich krass aus, muss man sagen. Aber ich mag lieber so ein bisschen was Kleineres. Zum Beispiel den. Mal schauen. Warte mal. Präsentation. Ja gut, klein ist da Definitionssache. Das Ding ist auch ein Monstrum, ne? Aber der ist ein bisschen flacher. Oder halt... sowas hier. Ja, den finde ich auch ganz schick, eigentlich. Oder man nimmt tatsächlich so einen. Ich meine, der hat... ich finde den eigentlich ganz cool. Komm, wir nehmen den, wir nehmen den. Sportcarbon ist richtig, so. Dann, Felgen lassen wir, Motorhauben. Wie ist es da? Wollen wir da was Carbonmäßiges machen? Wollen wir da irgendwie sonst was abändern? Sowas hier zum Beispiel, Faktor X. Dann kommen hier noch die Carbon-Dinger. Eine Carbon-Haube. Ich bin eigentlich immer... Ich bin jemand, der mag Carbon. Ich weiß, es gibt viele, die stehen da gar nicht drauf. Ich persönlich finde das ganz cool. Aber bei dem, ich glaube, das lassen wir ohne. Das machen wir ohne Carbon, glaube ich. Fällt mir besser bei dem. Ist auch immer so eine Auto... ist auch immer autoabhängig irgendwie, ne? Ich glaube, der gefällt mir. Faktor X. So. Dachspoiler muss weg. Gefällt mir nicht. Außer man nimmt halt so ein... aber ich glaube, das sieht auch nicht aus bei dem. Carbon sowieso nicht. Ja, das sieht komisch aus mit dem Vinyl. Das Ding muss weg. Moment. Kein Dachspoiler. So. Das sieht sonst nicht aus, finde ich. Und ansonsten, Karosserie, jetzt haben wir schon geguckt. Dann sind wir damit auch wieder durch. Wir haben ja noch viel zu viel Geld. Wo soll ich das ganze Geld hinstecken? Hör mal. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Der Part war natürlich viel zu lang, macht aber nichts. Wir haben ja immerhin einen Blacklist-Fahrer besiegt. Doch, ich finde ihn ganz cool. Also von ihm vor allem gefällt er mir echt gut. Hat so ein bisschen was von so einem Spider-Man-Kostüm oben drauf. Ich finde das aber cool. Vorne ist es halt ein Porsche. Ein Porsche ist ein Porsche, okay. Bevor jetzt aber gleich die Cops kommen, gehe ich mal lieber schnell zum Unterschlupf. Weil ich hab da schon so ein... obwohl, das war, glaube ich, gar nicht das... das war gar nicht das Cop-Ding. Das war so ein, achso, ich speichere mal lieber. Das war so ein, Radarfallen-Ding. Aber ist egal. So, jetzt nochmal ganz kurz in die freie Fahrt. Eine Sache noch. Wenn man den Part schon so lang macht, kann man auch noch länger machen. Bei dem Leistungsjungen. Wird das jetzt übernommen? Nein, es wird nicht übernommen. Dann gehen wir hier noch ein bisschen dahin, wo wir auch bei dem anderen waren. Nitro muss ich, glaube ich, weiter nach... ich hab's schon wieder vergessen. Nitro... nach rechts ist der Schub stärker. Okay, so. Nach rechts. Turbo ein bisschen nach links. Und sonst Bremsen, Handling. Genau, nach rechts, okay. Bodenfreiheit ist okay, denke ich mal. Müssen wir nicht viel machen. Lassen wir das erstmal so. Wir können, wenn uns das noch nicht passt, können wir das ja noch umändern. Oh, jetzt wurde ich sogar, glaube ich, geblitzt und habe, glaube ich... wahrscheinlich habe ich sogar schon einen Meilenstein geholt. Keine Ahnung. Bei dem Porsche ist das so, das ist mir auch damals schon immer krass aufgefallen. Anders als beim GTI und so. Wenn du Gas gibst einfach nur, dann rutscht der. Der rutscht hin und her. Merkt ihr, dass die Reifen drehen komplett durch immer?
Also wenn du aus dem Stand beschleunigst, hast du mit dem immer ein bisschen Probleme bei Verfolgungsjagden und so, aber es geht. Man muss ein bisschen darauf achten. Das ist natürlich jetzt eine Umgewöhnung erstmal mit einem neuen Wagen. Aber ich glaube, mit dem können wir Spaß haben und mit dem können wir locker auch bis zum Lamborghini kommen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war ein langer Part, habe ich am Anfang nicht gedacht. Ich dachte erst, wir können hier nach 6 Minuten aufhören. Aber dann kam das und dies und jenes. Und so sind wir im Endeffekt dann doch bei über 30 Minuten gelandet. Macht aber nichts. Wir haben einen neuen Wagen. Wir haben den nächsten Blacklist-Fahrer besiegt. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit den Bedingungen für den guten Earl. Also Rennen, Meilensteine, Kopfgeld. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.